Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Toll. Ich hab's nicht offen, ey. Fuck. Ach doch, ist offen, oder? Da. So, servus, grüß dich, herzlich willkommen zu dieser Folge Assetto Corsa, heute mit dem CSR EU-Wheel von 2009, glaube ich. Wir testen das mal und schauen, wie es so ist in dem Spiel. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schnell abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, droppt ein Follow, sagt Hallo, das kostet euch alles gar nichts und mir hilft es irgendwann beim Wachstum oder so ähnlich. Also, Assetto Corsa mit CSR EU-Wheel, Action. So, Server ist ja schon ewig am Laufen. Da war sogar jemand drauf. Der Samuel war drauf, hier habe ich gesehen. Am Freitag hier. Was? Spiel, bitte. Was willst du von mir? Ich habe den Content Manager noch offen, oder? Ja, wo ist denn der? Favoriten. Favoriten. Genau, das will ich testen hier. Aber ich habe das Lenker nicht eingestellt, einfach so rein. Scheiße, Mann. Ja, alles kannst du. Du kannst Autos, kannst Strecken, alles rein. Also, ja, klar. Habe ich ja gemacht. Na klar. Das musst du schauen, ob das geht. Das weiß ich. Einzelne Dinge weiß ich nicht genau. Kann ich dir nicht sagen. Wie komme ich ins Menü? Oder kann ich fahren hier? Yo! Was ist denn das? Oh Gott! Das ist voll schwer, Alter. Alter. Scheiße, stoppt er nicht oder was? Boah, ist das schwer! Komm da, ich komm da, kann da nicht. Achso, ich muss das nochmal einstellen, das Spiel, ey. Das Spiel, nochmal das Ding, also. Kann ich fahren? Settings. Grafik overall, ich sag's dir. Teacher, hast recht. Hast recht. Hey, wo ist denn Gas geben und Bremsen hier? So. Naja, mit uns zusammen oder so, musst du aber gleich einen Content haben. So, was meint er? Musst halt die gleichen Content haben und dann die gleiche Season spielen, dann geht's ja, dann kannst du schon machen. Wenn du jetzt zum Beispiel dir das Formel 4 kaufst und die Formel 4 Strecken und ich das auch mache, dann können wir die ganze Zeit zusammen spielen, TG. Zum Beispiel. Genau. Schauen hier. Boah. Hey, ich hör meine Knochen. Ich höre meine Knochen. Das ist eine Klatsch doch. Ich glaube, ich bremse mit der Klatsche. Hat schon mal jemand vorgeschlagen. Ich weiß nicht mal, wer das war.
Ich bremse halt so, ne? Ich habe vorhin die ganze Zeit so gebremst, so hier. Ne? Ich konnte nicht mehr. Also das war halt Ende bei mir. Ich konnte nicht mehr. So ist halt. Oh, wow. So ist halt ultra schmerzhaft, ey. Ich dachte, du würdest Schweine frisst, aber du bist schwacher Hund. Ich trainiere meinen Penis, habe ich mehr von. Das ist 72. Warum geht das bei mir nicht? Hier, das geht nicht mehr da. Hier, da. Schau mal. Das geht nicht. Das geht bei dem Lenker, glaube ich, nicht. Theoretisch ja, bräuchte ich keine Pedals mehr, aber ich habe sie ja. Genau. Wollen wir mal schauen, wie das so ist. Pedals werde ich auch gar nicht kaufen erstmal. Weil ich habe ja Pedals. Ich brauche nur Lenker und Wheel. Lenker und Wheel, na klar. Aua. Ich brauche nur Base und Wheel. Rest habe ich ja. Ja, aber ist doch wahr, Fan, das ist einfach Penis trainieren, Main. Boah, ist das schwer. Jetzt geht's hier. Wie viel ist denn? Wie viel Grad haben wir denn? Ja, okay, das ist Schmarrn. Lenkt der überhaupt noch so viel? Ach so, der lenkt schon. Der lenkt nicht mehr, ist noch kein Ende, aber irgendwie. Leicht auf einmal dann. Hä? Ist total verwirrt irgendwie. Sogar hier steht die Geschwindigkeit. Boah, ich kann nicht mal so viel bremsen. Ja gut. Und deswegen will ich es ja unbedingt. Ja, das ist auch noch ein gescheiter Motor hier. Das ist ja die Generation 2004. Ich kann dir auch den Sound von 2012 geben. Zeige ich dir gleich. Warst du nie dabei bei Corsa? Ich habe Assetto Corsa, ich habe alles probiert. Das Fossfeedback ist sehr komisch. Manchmal ist es total schwer. Manchmal ist es gar nicht da. Was ich ja komisch finde, ich habe kein Lock hier. Ich brauche ja gar nicht. Das wäre mir auch DCS. Jede Motorgeneration hat ein anderes Sound hier. PG. Jetzt haben wir Hybrid.
sehr komisch zu fahren. So, nee, brauche ich gar nicht. Ich dachte, das wäre schon die Kurve. Aber wie kriege ich das hin, dass es hier lock ist? Das geht halt hier noch weiter. Und wenn ich auf 360 stelle, dann habe ich zu kurzen Weg. Ich kann hier umstellen, auf diesem Ding, wenn ich will. Sensitivität. Nee, Sensitivität auf 900. Ich mache 360 hier. Habe ich. Oder 60 hier. Ja, dann tut er halt zu schnell lenken. Schau, das meine ich. Ist auch Blödsinn. Schau mal, wisst ihr? Das ist halt falsch. Wisst ihr? Geht halt nicht. Ich muss 900 lassen. Das verstehe ich halt nicht. 360. Hier vielleicht auch. Lockt der jetzt? Ja. Bei dem Lenkrad war schon immer sehr, sehr viel einstellen. Da ist man nicht zum Fahren gekommen so richtig. Ich kann da gleich den Sound zeigen von 22er Auto. Ich wollte nur mit dem kurz fahren, weil ich das erkenne. So richtig. Okay, jetzt bin ich locked hier, passt. Sind halt die Settings jetzt auch von dem anderen Lenkrad, ne? Schätze ich mal. Weil... Dings hat es ja nicht angepasst, der Custom Manager. Gibt es bei dem Spiel keine Default-Settings für das Lenkrad? Habe ich gar nicht gespürt hier. Stimmt, das habe ich früher auch mal bemängelt, auch bei Assetto Corsa, bei dem Lenkrad. Man durchbricht immer klippt das hier, man durchbricht immer das Force Feedback. Nee, klippt gar nichts. Man lenkt gegen das Force Feedback, auf einmal hat man keinen Widerstand mehr. Und man durchbricht den Widerstand. Das unterschiedliche Force Feedback ist hier heute. Es ändert sich sekündlich. Okay, es ändert sich sekündlich. Kann man hier nicht einstellen, Voreinstellung für das Lenkrad? Nicht mehr angeschlossen, lol. Was ist denn jetzt? Das gleiche Menü, was ich auch immer öffne. Nö,
Achso, okay. Komisch. Irgendwie, das ist halt, das sind halt die Settings von meinem anderen Lenkrad. Das ist halt Blödsinn. Es gibt keine Presets für das Lenkrad hier und fertig. Und alles die Settings vom anderen. Total bescheuert. So, ich habe jetzt die Settings geladen von dem Lenkrad. Habe ich geladen, die Settings vom Lenkrad. Boah. Okay. Schauen wir mal. Genau. Okay. Mal schauen. Pre-Settings von dem Lenkrad geladen. Toll, ich kann nicht Gas geben, ich brenne. Oh Mann, ey. Sind das für Presettings? Was ist das für ein Spiel? Leckt mich doch! Wo ist denn Schalten jetzt? Kannst du dir nicht vorstellen? Presettings von irgendeinem Lenkrad? Aber vom CSR Wheel, aber was, welches denn? Wer schaltet, verliert, ja? Mhm. Das auch. Wieder lockt oder was? Der ist lockt. Hab ich? Geil, Mann. Klar, normal. Okay, aber das ist gut eingestellt. Ich fühle den Wagen. Okay, das ist gut eingestellt. Krass. Und bei dem Auto, je schneller ich fahre, desto mehr Widerstand habe ich. Das ist normal, oder was? Wir müssen mal schauen, ob das Ding klippt hier, ey. Thank you.
Bin mir nicht sicher. Doch, so klippt. Schau mal an, wie krass. So klippt es schon, ja. Na, was denn hier los? Müsst ihr solitär spielen? Und bei dir? Da runtergehen. Ich teste gerade ein altes Wheel. Okay, das klippt so extrem. Warte. Ja, Beste, hast du es gefunden? Ja, Glückwunsch. Nachher Minesweeper. Was Feedback? 100. Machen wir 90. Schauen wir mal, ob wir das CSR-EU-Wheel hinkriegen hier. Meinst du, das schaffst du, Dave? Ah, ich weiß ja nicht hier. Ja, aber das ist dann nicht gespeichert. Beim Ding halt beim, ne, weißt du ja Bescheid. Deswegen. Ja, der Content Manager ist nicht gespeichert. Mal 90. Ja, ich hoffe, ein Setting zu finden für die meisten Autos. Hier. Ah, ist auch zu spät. Auch zu viel hier. Klippt immer noch. Was geht bei dir? Huacan Gunsman. Was los? Ich probiere ein altes Lenkrad von 2009, glaube ich. Und so stelle ich jetzt irgendwie einen F122 probiert und jetzt in dem Assetto Corsa, aber ich komme da noch nicht so zurecht, sage ich dir. Vernünftig. Immer gutes Spiel. Ich hab's vor 2 Wochen eigentlich mehr oder weniger geholt. Ich hab's damals im Alpha geholt, aber nicht gespielt. Ich habe erst Racing vor 3 oder 4 Wochen angefangen. Wieder, weil ich kann halt nicht wirklich fahren, weil ich halt am Fuß verletzt bin. Muss ich 5 Jahre Pause machen. Schon, hat er nicht jetzt gedingst da? Ich habe mit Automobilista 2 angefangen, es war auch geil mit was Vielfältigkeit und die Kohle angeht. Und dann bin ich auf AC, dann kurz iRacing probiert und jetzt eigentlich Formel 1 22, aber auch AC geht ja weiter. Oh, hier klippe ich ja wieder. Ja, die Spiele habe ich alle früher probiert. Als ich noch aktiv fahren konnte, aber das geht ja nicht mehr. Das geht ja nicht mehr. 70. Hallo? Hier. Also ich habe das damals in der Alpha-Version 01 geholt. Bisschen gefahren und dann nicht mehr. Ging ja nicht mehr. Aber jetzt vor 4 Wochen wieder angefangen, weil... Ja, ich nehme 11 Tabletten, habe starke Schmerzen und Krämpfe und jeder Krampf kann mehr oder weniger der letzte sein. Deswegen mache ich einfach was mir gefällt. Und nach 5 Jahren Pause ist es halt einfach nicht einfach.
der Hälfte durch hier. Glücksspiel hier. Ich beschäftige mich damit, ich habe halt die letzten Jahre das ignoriert, weil es mir immer wehgetan hat. Ich bin eigentlich leidenschaftlicher virtueller Fahrer, aber kann es seit vielen, vielen Jahren nicht machen. Letzten 5 Jahre gar nicht mehr. Letzten 5 Jahre gar nicht mehr. Und seit, ja, seit 2010, 11 habe ich mal wieder Knie- und Fuß-OPs. Und das ist halt kacke. Soll ich jetzt noch weniger Force-Feedback machen, nur weil ich die LaRouche-Klippe nach oben? Oder wie ist das? Ich fahre eigentlich im T300 RS. Hab mich da 3 Wochen eingefahren, was eigentlich super geklappt hat. Dann habe ich gestern das G27 noch probiert, das Driving Force GT probiert. Jeden Tag jetzt anders Lenker testen. Bin ich ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Aber hier klippe ich ja auch schon wieder, schau. Das ist total komisch mit dem Lenkrad. Der Widerstand ändert sich die ganze Zeit. Und das ist okay, Dave Meister, oder was? Wenn es nur da rot ist? Hier bei den schnellen Kurven, jetzt muss es auch rot sein hier, schau. Noch ein bisschen weniger vielleicht für U5. Ja, weil die meisten Kräfte dagegen wirken hier, wenn ich da so lenke. War das beim anderen eigentlich auch? Das ist so ein ultra schwer wird das hier. Ich lenke, hier ist auch wieder. Warte, hier. Schau. Ich würde so um 5 nach runter. 5 runtersetzen noch. Wo ist denn das? Achso, ja, spiele ich auch nochmal. Huracan. Das T300 RS mit Open Wheel Aufsatz. Obwohl ich momentan das andere, den anderen Aufsatz auch teste, den ganz alten, den Plastikaufsatz von Ferrari 458, aber ja. Finde ich gut, T300. Ich will im Endeffekt alles verkaufen. Ich habe noch G27, ich habe noch Driving Force GT, ich habe alles mögliche noch und will das alles weghauen und vielleicht ein Fanatic CSL DD holen. Ich glaube, das ist jetzt nur mit den Settings gerade. Ich mag eigentlich die Open Wheels total gerne. Aber ist ja Geschmackssache. Ich muss sagen, ich bin 2,5 Wochen mit Open Wheel gefahren und dann habe ich auf ein rundes Wheel gewechselt. Fand's irgendwie super geil, weil ich so Freiheit gespült habe. War nicht mehr so eingeschränkt, was die Lenkbewegung so angeht. Konnte auch ein bisschen Lenkrad hier halten, ganz chillen, aber bin halt einfach Open Wheeler Fan, weil ich fahre eigentlich fast nur Open Wheeler. Hier war jetzt okay, oder? Glaube ich. Bin jetzt wieder dabei, so eine kleine Community aufzubauen im Racing.
Wir suchen dann noch Leute, wir spielen meistens zusammen. Irgendwie abends ein paar Runden fahren wir. Wir sind 2 Wochen lang Automobilista gefahren. So abends so zwischen 18 und 0 Uhr, ein paar Stündchen. Automobilista 2 mit GT1 CLK. War witzig. Und jetzt ein bisschen Assetto Corsa halt. Da fahre ich, wenn ich da alleine fahre, damit. Oh Gott, lag. Mit Dave fahre ich Open Wheeler. Ansonsten fahren wir alles durcheinander, wenn Technik da ist. Also, du durchbrichst bei dem Lenkrad die Dings da, ne? Das Force Feedback. Ganz bisschen, das ist okay, oder? 2-mal kurz geklippt, müsste okay sein dann. Welchen Aufsatz hast du denn von T300? Weil ich könnte es noch schwächer machen. Aber weißt du nicht, ob da. Gut, bei dem Auto ist glaube ich eh egal, das ist eh zu schwer. Das ist aber eine krasse Umgewohnheit jetzt doch, Dave, irgendwie. Wenn ich jetzt genauer teste das Ganze. Ach so, das GT-Lenkrad von Gran Turismo, das PlayStation-Layout, super. Du hast zumindest ein gescheites Layout hier, bei den ganzen anderen Lenkern hast du kein richtiges Layout mehr. Irgendwelche komischen Punkte. Komischen Punkte, wo keine Zahlen durchstehen oder so, oder nur irgendwelche Zahlen mit von 1 bis 20 und weiß nicht, welches was ist. Okay, so spüre ich das Force Feedback, mal kurz extra testen hier. Ja, Diablo Immortal schafft locker, klar. Ich würde jetzt ungern nochmal runtergehen, weil ich fühle die Körbe schon nicht mehr so gut. Bist du noch da, Tichi? Dann kann ich dir kurz Ding zeigen hier. Weil du sagst, dass der Ton besser ist, indem man so im F1-22 liegt halt am Auto, ne? Hab ich nur noch das oder was? Hab ich das andere nicht mehr, was ich von Scuderia? Ja, da kaufst du halt deine 150 Euro rein hier, Dave. Easy, kein Problem. Rein da. Ich hab gar nichts mehr gepatcht. Jo. Du bist das Lenker wieder hier falsch. Wie ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Das Lenker ist falsch. Der lenkt mehr als ich habe. Was haben die denn für Ding? Ist nicht 360? Haben die mehr oder was? Hä? Die haben. Hä? Wieso ist denn das ein bisschen mehr? 450? Echt? Ja, natürlich, natürlich. Ich stelle mir jetzt auch auf 900 Grad.
Und wenn du so kurbelst, dann ist es natürlich besser mit dem runden Dings. Wie viel ist denn das? No. Das ist 90, das ist 180 und das ist dann nochmal 90. Echt so viel oder was? Hä? Das war mit dem anderen Lenkrad nicht so. Ich hier einstellen. Boah, so schwer hier. Jetzt habe ich es gleich, wa? Ich habe jetzt. So habe ich es eigentlich fast gleich. Ja, es wird schon passen. Stehe ich aber nicht bei dem Ding. Ich habe beim Formel 1-Lenker noch nie so gespielt. Also, was ein Scheiß. Also, Automobilista 2 haben wir echt angefangen zu spielen. Alle 37 Strecken mit GT1. Einfach um reinzukommen, mal wieder in ein Rennspiel. Boah, ich sehe nichts, Alter. Ich muss dieses Geschwindigkeitsdings doch wegmachen. Machen wir hier, oder? Mach du mal das hier kurz weg. Oder irgendwo anders hin. Da. Genug Platz im Halo. Weg. Also ich hab bei meinem T300 kann ich halt einstellen, dass er automatisch die Sensitivität macht, ne? Aber bei dem ist es halt so alt, das geht da nicht. Irgendwie passt es mit dem Ding nicht. Ich lenke, glaube ich, doch noch zu viel irgendwie. Keine Ahnung, sehr seltsam. Warte mal. Wo ist denn der Ferrari, der 2022 oder andere? Hä? Warum habe ich denn nicht mehr den anderen Ferrari? Naja, welchen du willst, Udo. Ich hau dir dann die nächsten Tage in eBay rein, keine Ahnung. Wieder 360 hier. Ja, ich probiere jetzt ein bisschen viel rum, aber ja, egal, muss man halt. Beim Lenkrad sowieso. Ich weiß nicht, ob ich mit dem überhaupt fahren kann, aber ich glaube, das ist einfach die beste Möglichkeit. Ich kann dir gleich zeigen, Huracan, was ich alles da habe. Das habe ich halt alles gesammelt, seitdem ich halt fahre, seit, keine Ahnung, seit 2000 oder so, 2004, 5, 6, 7, je nachdem. Ich könnte ja auch alles in die Kamera halten. Ich habe auch eine mehrere Kameras, aber ich habe es auf Webseite vorbereitet. Weil ich es ein bisschen vorbereitet habe zum Verkaufen, ne? Also sind halt Sachen, die ich nicht benutze, ne? Also einfach
lagen die letzten Jahre rum. Deswegen verkaufen und dann was anderes holen. Mal schnell schauen hier. Ich habe kein DS-Set und gar nichts hier. Erst vor 2 Wochen wieder einen zerlegten PC vom Kollegen bekommen, die Frau killt mich bald. The fuck? Ja, Weibe, was willst du erwarten, oder? So, warte, ich zeig dir mal. Also das Ding habe ich. Passt auch bei dir drauf. Das Ding habe ich. Das Ding. Und das Ding. Und das Ding. Alles für Thrustmaster. Und das Ding. Und das ist das. Das habe ich auch, das alte, das TX. Für die Xbox damals von 2013. Und das bin ich vorgestern sogar gefahren mit diesem Aufsatz. Einfach zum Test nochmal. Dann habe ich das noch, das Driving Force GT. Da habe ich heute Netzteil gesucht, ewig dafür. Dann habe ich noch das G27, das habe ich auch gestern probiert. Ich habe die alle getestet gestern, um zu sehen, ob sie funktionieren, damit ich sie verkaufen kann. Dann habe ich das hier, das ist das, was ich eben fahre. Das ist für die Xbox 360 von damals. Und das da, das hast du ja auch. Genau, das wollte ich alles loswerden, um das zu kaufen. Das da, das weiß ich nicht, ob ich brauche, weil ich habe schon Pedale und das halt. Aber das Gran Turismo-Ding mit 8 Newtonmeter Netzteil, das müsste dann hier sein. Weil das geht auf PlayStation auch noch für Gran Turismo. Ja, weil es halt die Dualpedale sind, die Zweierpedale. Ich schätze, deswegen sind die so günstig. Mir reichen ja 2, ich brauche nicht 3. Ich würde gerne mal ein Ding fahren. Ein Auto mit Schaltung, warte mal. Ich muss das nur anstecken hier. Ich weiß aber nicht wo. Das unten oder so? Ich weiß nicht, wo das Ding hier ist. Wo habe ich das angesteckt hier? Ich kann das auch nicht sehen. Hier? Also hier ist das einzige Loch eigentlich hier. Ich weiß nicht, wo das ist. Na klar, auf jeden Fall kann ich es empfehlen. Schönes Ding, schönes Spiel. Habe ich selbst erst neu entdeckt vor 2 Wochen. Sehr geil. Auf jeden Fall. Kann ich einfach Daumen nach oben und grünes Licht geben, wenn du das willst. Gigantisch.
Ultimate Edition ist auch, glaube ich, gerade im Angebot bei Steam. Ob es noch im Angebot ist, weiß ich nicht, aber es war vor ein paar Tagen noch. Ich muss mal kurz aufstehen, aber ich habe keinen Platz. Ich bin ja so eingequetscht hier. Ja, ich fahr ja auch nicht. Ich fahre jetzt 10 Sekunden nachher, habe ich keinen Bock mehr. Huracan. Weißt du, ich meine? Habe ich mich so verrenkt, dass ich vom Krampf habe hier. Jetzt habe ich mich so verrenkt, dass ich wieder so schon scheiß Krampf habe. Oh, ich mach auch mit. Moment, ich muss kurz einen Krampf durchstehen. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht schon wieder. Ja, Ultimate Edition. Rein, da kannst du noch Tracks rein tun, kannst du noch Autos rein tun, die du möchtest. Machst du nichts falsch, kann ich empfehlen. Boah, ist wieder schlimm gerade, so ein Fuckkrampf, den ihr kennt aus dem Video. Boah, nee. Da ich mich gerade so komisch gebeugt habe hier. Ich weiß nicht, wo ich das anstecken soll, wie kann das sein? Wo ist denn beim Schalten das zum Anstecken? Ich kann mich da nicht hinbücken. Wo ist denn das? Okay, ich hab's. Ich hab das Ding einfach ein bisschen gebogen und alles verschoben, lol. Die Pedalen auch alles verschoben gerade. Kein Problem. Oh, fuck, Mann, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Jetzt. Kurz mute. Nicht, wie lange ich machen kann. Ich habe wieder so Krampfanfälle gerade. Ich habe mich gerade extrem verrenkt hier. Warte, ich muss noch mal kurz mir. Ich wollte gerade noch ein bisschen Test fahren, aber ich habe gerade. Mann, ich kann mich nicht mehr bewegen vor lauter Schmerzen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war einfach zu viel heute. Oh. Hier, kann ich jetzt schalten? Hier, ist das okay? Ich habe das jetzt eingesteckt. Geht das jetzt? Oder muss ich nochmal ausschalten, Mann? Oder mal kurz ausschalten? So, haben wir alle gewonnen beim Bank heißt. Vernünftig. Ja, ist sehr gut. Beruhig dich. Gute Nacht, Dave. Bis später. Achso, ich muss hier wieder auf PC stellen. Nee, geht nicht.
Geht das Ding nicht mehr, oder was? Ach, warte. Nach jedem Reset musst du das Ding konfigurieren. Scheiße, das habe ich vergessen. Das ist halt so viele Jahre her. Warte. Die Firmware ist auch von 2012. Aber trotzdem muss man nach jedem Reset es konfigurieren. Wo ist denn das? Diese Einstellung. Lol. Warte, ich weiß nicht, wie genau das geht. Das muss man nachlesen. Ich habe halt hier gedownloadete Firmware. Bei den Instructions müsste es drin sein hier. Ich sehe aber nichts. Hier ist das. Hier. Ja, zu viele Tabletten genommen. Ich sehe nichts mehr, Alter. Da, Fnat, hier, Instructions, da. Da müsste es drinstehen eigentlich. Also, bla bla bla, bla bla Option, okay. Da müsste es drinstehen. Hier, Step 12, ist für 6 Volt, So we should know, okay, on the tune display. Press A, B buttons together, then additionally press the lower two red buttons on the wheel rim. You will now see the firmware version display. And the fan will set off. Was will ich euch drücken? A, B und die zwei untersten. Dann gucken wir mal, ob das so ist. Achso, nur wenn der Strich da ist, warte. So. Nee. Press and hold AB buttons together, then additionally the lower two red buttons. Mach ich doch. AB und die zwei unteren da. 765, okay, passt. Gut, dann PC-Mount habe ich. Turn the wheel to center position and press the lower two buttons on the rim. The wheel will be saved. Okay. Ja, das ist eh gut. Passt, Brian. Ah, hier, da ist das. Da ist das, was ich machen muss. Das muss man immer einstellen. Ich habe heute halt die Firmware drauf getan. If you use age pattern, bla bla bla, calibrate with the firmware. Press start plus tuning button at the same time. Auch die zwei kleinen. Eine neutrale Position dann. Habe ich. Neutral habe ich. Ja. Ja, ist ja. Habe ich. R. Ist vorne links. Ja. Eins. Ja. 2, ja. 3. Vier. 5. 6. Ach du Scheiße. Jetzt Formel 1 war ein Kapper. Eins, zwei, drei. Ich fand das immer so schlecht bei dem Teil. Hat mir gar nicht gefallen, irgendwie. Hat mir gar nicht gefallen. 1, 2, 3. War so schlecht. 2 und 3 war so nah an. Schau dir mal an. Das war immer schon so. Das. Du willst den. Drittes Mal gerade aus, ne? Aber es ist der erste sogar hier. 1, 2, 3. Es war so blöd. Ich habe das nie geschafft. Auch jetzt, nenne mal jetzt geht's beim. Katastrophe hier mit dem. Also, Katastrophe mit dem hier. Geht nicht gut.
Mal nochmal kalibrieren kurz. Vielleicht geht es ja da richtig. Nochmal. Die 2. Neutral, ja. Ja. Warte. Zack. Zack. Ja, war halt damals so, ne? 4. Zack. 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 So. Rückwärtsgang. Ja, Rückwärtsgang. Warte mal. 1, 2. Hä, das geht nicht. 3 und 4 geht nicht. 3. 2, 1, 2. Seht ihr das? Seht ihr das? Das blinkt so komisch. Das war ein Scheiß, Mann. Deswegen habe ich es nie benutzt. Das ist wichtig. Ich gehe da hin und das geht nicht in den Gang. Ich komme nicht in den Vierer. Der Vierer müsste hier sein. Das ist der Sechser. Also hinten. 1. 2. Da kommt es halt nicht in den dritten. Ist das dritte jetzt eigentlich hier? Also, fick dich, Mann. Ausgesteckt. Das ist so ein Blödsinn. Kannst du vergessen. Das war immer schon so ein Müll, das Teil. Ich habe das nicht verstanden. Ich wollte mir immer das Sequenzielle dann hinbauen, ne? Wo man nur sofort zurückschalten muss. Wie beim Rallye, aber habe ich nie gemacht. Kein Bock gehabt, das alles nur mit aufzuschrauben. Naja. Ich habe es versucht, aber... nee. Nee. Einfach nee. Was fahren die denn hier? Imola? Schauen wir mal, wie der hier geht mit dem Lenkrad. Ich weiß ja nicht, was hat denn der für Sensitivität? Oder das Dings da, Lenkwinkel? Schauen wir mal, ob das stimmt, wenn wir wieder umstellen hier. Ist ja wieder ein bisschen mehr hier. Sei froh, dass du bei dem T300 das alles automatisch gemacht kriegst hier. So, wieder ein bisschen mehr. So. 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 Ja, ungefähr müsste passen. Schade, ich hätte jetzt Bock auf Schalten, ja. Aber dass das nicht geht. Ah, die Bremse. Problem ist, diese Bremse ist ganz anders als die anderen, die ich benutzt habe jetzt eben. Hier bremst du nicht mit dem Weg, sondern mit der Kraft. Und das ist halt für mich noch schwierig. Aber die Geschwindigkeit auf dem Display zu sehen ist cool. Über Curb Sound zu schauen, wie das so ist mit dem Clipping. Jo, lag. Muss schauen. Mikrofon hier ran. Mal schauen, ob das überhaupt mich auf die Mob zurechtkommt mit dem Lenkrad. Also das T300 ist natürlich zehnmal besser, klar. Aber da glaube ich, erziele ich das meiste Geld, wenn ich es verkaufe. Deswegen
Also ich brauche hier irgendein alternatives Lenker bis dahin. Und ich glaube, da ich das am wenigsten hier oder am schwersten loswerde, nehme ich halt das. Was hast du denn sonst gespielt, aus Freeze Rider für ein Spiel? Aber ja, ich habe auch einen eigenen Server, der läuft. Bei Assetto Corsa, da können wir uns immer treffen und fahren. Und ich bin auch dabei, auch alle möglichen Strecken drauf zu tun. Also es ist nicht einfach mit dem zu fahren, muss ich euch sagen. Man hat doch gar keine Rückmeldung vom Auto oder so. Sehr schwer gerade. Hat das geklippt oder wie ist das? Ich glaube, ich kann ja das Force-Feedback auch schwerer machen mit dem. Muss ich es ja doch für jedes Auto einzeln machen. Ich will immer so eine Grundeinstellung für alles finden. Hier 460, oder so, immer das heißt. Force Feedback 75. Also meinst du, ich erziele da einen Preis, damit ich überhaupt hier das andere holen kann. Guten Preis hier. Den ganzen Wheels und so. Schauen. Ich habe andere Pedale noch dazu. Ich habe nicht einmal die Originalpedalen, sondern noch andere Pedale dazu, die besseren. Die T3PA und auch noch das die H-Schaltung da. Oh, das ist gut. Das ist okay vom Force Feedback. Fühle ich. Toll. Oh. Nicht geklickt, war gut. Ja, aber ich muss das ja eh alles einzeln verkaufen, weißt du? Ich werde versuchen, das Grundbase, also die Grundbase, die RS-Base mit dem Lenker zu verkaufen, was dabei ist, ne? Was dabei war. Plus die... Pedalen, die Schaltung. Oder soll ich die Schaltung auch einzeln verkaufen? Ich habe hier die extra Schaltung, die es zu kaufen gibt. Du willst doch gar nicht fahren. Du willst doch gar nicht fahren, wurde uns nicht eins gegeben, so wie im Jens.
Shifter einzeln auf jeden Fall, da, der fehlt in der Kombi immer. Ja. Obwohl ich die Pedale eigentlich habe für den Shifter. 10 bis 25 für den Shifter. Kostet doch, der ist doch neu so, dafür zu bekommen. Also wenn ich irgendwann dieses Fanatic rankommen würde, dann geht es noch viel weiter hier das Ganze. Ja, aber das ist für das Lenkrad, oder? Ohne Shifter meinst du? Nicht jetzt eine Shift alleine. Okay. Schau ich gleich mal, was das so kostet. Ich weiß ja nicht, wo du meinst du das ernst? Was willst du denn dann haben? Das T300 RSGT. Das ist das Stärkste, was ich habe. Das, was ich gefahren bin in den letzten 2 Monate. Ein Monat. Ach, das Logitech.